Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock 2. Mittlerweile habe ich nicht mehr ganz so viel Angst, da bisher noch kein Houdini mich angegriffen hat. Ich mittlerweile eine Sister dabei habe, also ich nicht ganz alleine bin. Und wir auch schon einen ausgesaugt haben. Und was sie da macht, weiß ich gerade nicht genau. Aber wir gucken mal, wo der nächste ist. Und ja. Also Ziel ist momentan, Little Sisters zu sammeln und mit denen irgendwie Leute zu töten. Ne, Leute töten tue ich. Ich soll Leute ausnehmen, Adam sammeln. Mit den Little Sistern. Holy! Ich will spielen. Ja, dann spiel doch, meine Kleine. Wo ist der Typ hin? Na egal, hier ist der Speer auf jeden Fall. Na, wo war jetzt? Da geht's lang. Wo geht's lang? Ah, da hinten. Oh, die ist direkt hier, die Leiche. Da ist die Leiche, okay. Noch eine Eve-Spritze. Wir haben nur keine Geschütztürme mehr. Die würden ich hier auch... Ups, sorry, ganz gut machen. Wohl, ne, haben wir nicht mehr. Schade, schade, schade. Was haben wir denn noch? Wir hätten ein paar Fallenspeere. Mit denen ich eigentlich ganz gut, wo haben wir jetzt hier die, da mal die Wand, ganz gut so von hier das zumachen kann. Ja, wenn da einer reinrennt, ist er geschockt. So, dann von hier noch. Das Ganze können wir auch irgendwie hier von der Seite noch ein bisschen besser machen. So. Falls sie von hier kommen wollen, können wir... Okay, ich habe keine Fallenspeere mehr. Haben wir denn jetzt die... Ne, das sind die, die war hier, genau. Fallnieten. Auch nur noch 9 Stück. Legen wir hier mal ein paar rein. So, irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht hier noch 2. Bevor die in die Falle da rennen. Können wir da eine hin. Da noch eine. Hier das schöne Karussell noch ein bisschen verminen. Da legen wir hier noch eine 2. hin. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich überhaupt dahin kommen soll, ohne mich selber zu schocken. Okay, hat geklappt. Wir nehmen hier die Kugeln raus. Packen unsere Kleine da wieder rein. Hier, sammeln wir. Komm schon, stirb. Oh, what? Ach so. Ich dachte gerade, ich wäre tot. Wo sind denn noch welche da? Stirb. Wo sind noch mehr? Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Kommt her. Komm zu Papi. Kleine, mach hinne! Schon fertig? Sehr gut. Natürlich. Das ist meine Aufgabe hier. Boah. Ich war eben gar nicht so weit von der weg. Okay, die Leiche kann ich nicht ausnehmen. Den kann ich ausnehmen. So. Das hat wieder ordentlich Munition gekostet. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch so? Also meine Speere. Wie viele Fallnieten haben wir denn noch? 3 Stück nur noch. Das sind normale Nieten. Kassette. Ne, wir kämpfen weiter mit dem hier. Jetzt wieder. Ja, Schrot könnte ich auch mal demnächst wieder benutzen. Aber erstmal können wir gucken, wo wir die Kleine loswerden. Ja, sofort. Sofort, meine Kleine. Oh, ab in die Haie. Ab nach Lamb's Garden. Da wissen wir auch, dass es noch einen gibt. Da hören wir sie schon. Also noch ein Big Daddy, beziehungsweise noch eine
Little Sister, und die retten wir jetzt natürlich wieder. Gute Nacht, meine Kleine. Okay, ich muss sogar alle in diesem Bereich machen. Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Natürlich. Was er Lamb ruiniert hat, finde ich jetzt nicht so. Hat halt ein bisschen Party gemacht, ne? So, eben habe ich einen One-Shot gemacht mit dem Ding. Gucken, ob das nochmal klappt. Nein, klappt nicht mehrfach. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Holy Mother! Diese Raketensperre sind geil. Nee, wir wollen ja weiter bei dem Speerwerfer bleiben. Erstmal die Kleine adoptieren. Hallo. Die sind echt niedlich, die Kleinen. Das ist das Einzige, was ich schade finde an dem Bioshock Infinite. Ich habe da mal so ein bisschen mir was angeguckt. Es gibt keine Little Sisters mehr. Nur Eleanor. Gut, Eleanor ist... nicht Eleanor, wie heißt sie noch? Oh, jetzt habe ich den Namen von der vergessen. Sie heißt aber nicht Eleanor, das weiß ich. Das war ja hier die... meine Tochter. Meine Little Sister. Gut. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir wollen Adam sammeln. Da drüben, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich dachte, hier war... Ach nee, hier sind wir ja dann hergekommen. Stimmt. Du täuscht dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Okay. Also bisher machst du es mir nicht so leicht. Ja, ich glaube, es ist leicht verstimmt, das Klavier. Aber, naja. Au! Oh. Vergessen zu hacken? Na, probieren wir einfach mal. Labert zwar wieder irgendwer im Hintergrund. Aber ist ja kein Problem. Antipersonenminen könnten wir gut gebrauchen. Speere. Brauchen wir noch ein paar Speere? Kontaktminen? Da kaufe ich mir mal noch zwei von. Ein Auto-Hack-Pfeil. Das ist wieder leer. Na, Kontaktminen erstmal nicht weitere. Da kaufen wir uns nochmal welche von. Und natürlich Antipersonenminen. Die sind. Antipersonenmunition natürlich. Munition! In der Ewigkeit heißt. Okay, wo muss ich noch hin? Adam Daddy! Wir haben es gefunden! Ja, haben wir, ne? Wir sind toll. Wir sind kleine Helden. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass ich keine Fallensperre mehr habe. Und keine Mini-Geschützen. Dafür haben wir aber jede Menge Fallennieten. Na toll. Können wir die denn da irgendwie in der Seite unterbringen? So. Das sieht gut aus. Dann setzen wir noch zwei davor und zwei dahinter. So, dann können wir hier noch eine hinsetzen. Ja, eine muss da reichen. Und dann setzen wir da auch noch eine hin, falls die von da ankommen. Dann können wir hier die Seite noch ein bisschen verminen. Ja, sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Dann können wir da noch eine, zwei dazwischen setzen und hier haben wir noch eine Tür, die können wir auch noch vernieten. Warten wir mal gerade nach. So. Vier Stück haben wir noch. Hier noch eine Tür.
Na, hoffen wir mal, dass die jetzt da nicht einfach reinrennen. Hallo. Nö. Bleib hier. Wo tun wir die letzten beiden? Ich hab doch gesagt, nicht da rein! Das wirst du bereuen. Ja, toll. Damit hat sich das erledigt mit denen. Aber gut. MG raus. Antipersonenmunition laden. Und die Kleine absetzen. Na, wir gehen mal hier in deine Deckung und warten auf alles, was vorbeikommt. Von da ist eigentlich relativ abgesichert. Sterbt doch alle! Boah, das ist aber hier heftig! Lad nach! Boah! Keine Verbandskästen mehr. Aber ich weiß auch nicht, von wo ich gerade beschossen werde. Erstmal schnell die Kleine einsacken. Dann nochmal gucken. Boah, das waren 4, 5. Boah, das waren einiges von Verbandskästen. Da müssen wir jetzt gleich erstmal suchen gehen. Das war jetzt nicht so optimal. Da Abend. So, den haben wir auch schon, ne? Ja, die haben alle noch Nieten übrig. Vielleicht sollten wir ein bisschen mit den Nieten rumballern. Weil irgendwie ist das so für mich so. Oh, Munition. Fallen Nieten. Antipersonen, Speere. Kontakt. Da, die Kontaktmine habe ich vergessen. Ah, die kann ich aber demnächst dann verwenden. Jetzt habe ich mir lieber noch einmal Fallen Nieten. So, wäre erstmal wieder pleite. Schade. Na, vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein bisschen Munition. Oder Monetas. Geld und Monetas. Da ist noch ein Verbandskasten. Boah. Und eine Eve-Spritze. Sehr schön. So, und wir gehen mal wieder auf Sperre. Sicherheitsnotschalter. Die habe ich schon. Da ein bisschen mehr Loh. Wo sind wir ja eigentlich? Zwei Flaschen Melo und der gleich am Kotzen. So, okay, da waren wir noch nicht. Da kamen wir her. Was ist das? Das heißt, das Adam. Hinter uns haben wir aber auch noch Adam und da haben wir auch Adam und da haben wir auch Adam. Wo finden wir noch eine Little Sister? Momentan nirgends. Nirgends. Gut, bevor ich ins Triton-Theater gehe, glaube ich, gehe ich erstmal hier noch die Kunstgalerien abfrühstücken. Also wieder zurück da lang. Oder? Bin ich jetzt richtig? Nein, natürlich nicht. Doch, gehe ich. Genau, richtig. Genau, ja. Also hier lang. Mann. So, wir gehen jetzt zur nächsten Position. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Hackpfeil. Niemand tut meinem Daddy weh. Naja, die schon. Jedenfalls versuchen sie es. Allzu erfolgreich sind sie ja nicht. Okay, das muss ich, glaube ich, schmelzen. Dann gehe ich erst noch zur anderen Position. Sperrverbandskasten, danke, man. Sein Held. Du hast Verbandskästen. So. Was haben wir hier noch liegen? Frischwasser. Bringt mir ein bisschen Erde. Sehr schön.
Sehr schön, sehr schön. Ah, hier haben wir schon wieder eine Figur. Ne, die will ich hier aber nicht. Also haben wir eh noch. Genau, jetzt haben wir 15. Ah, toll. Und da ist ein Big Daddy. Hm. Da ist sie. Schnapp sie dir. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Das hoffe ich auch. Aber wir machen jetzt doch. Ich glaube eher diese Person, diese Adam-Figur hier. Wohl mal kurz noch auf die Karte gucken. Ah, da haben wir zwei, da haben wir noch eine, da haben wir auch noch eine. Das macht keinen allzu großen Unterschied. Aber wenn ich die jetzt hier mache, dann kann ich die wegbringen und dann mir da die Little Sister holen. Und dann da noch hingehen, dann bräuchte ich theoretisch nicht ein Streethorn-Theater, wo ich natürlich trotzdem hingehe. Einfach weil, da gibt es mit Sicherheit wieder Stuff. Und dann können wir zurück zum komischen Fuzzi mit seiner Bahn latschen. Ich glaube, das war hier, ne? Müsste da gewesen sein. Jedenfalls, ja, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Tschö mit Ö. Ciao. Mit V.